Sie waren heute beim Vortrag von Klaus-Dieter Koch. Was hat Sie am meisten interessiert? Allgemeines Thema, wie man auf zu neuen Talenten kommt. Ich bin bei uns im Betrieb für die Lehrlingsausbildung zuständig und auch zum neuen Lehrling einstellen. Und wie die Zukunft ausschaut, auf was man einfach mehr achten sollte, dass man zu neuen Mitarbeitern kommt einfach. Mich hat vor allem interessiert, wie die Marke nach außen nützt. Das heißt, wie attraktiv kann man Unternehmensmarke darstellen, damit auch die Attraktivität bei den zukünftigen Arbeitnehmern vorhanden ist. Ja, vor allem der Aspekt einmal dieses Markenthema, Markenbildung und so weiter, wirklich aus dem Fokus, auf den Fokus Personal, Personalmanagement zu sehen. Das finde ich eine ganz tolle Verbindung. Es gibt so Ansätze ja schon länger im Bereich Personalmarketing oder Unternehmenskultur und da waren heute wieder sehr tolle Impulse und zusätzliche Bestärkungen in der Richtung wieder mehr Energie draufzulegen. Ja. Mhm. Haben Sie irgendwelche Anregungen gehört, die Sie in Zukunft werden umsetzen können? Ja, vor allem Untersuchungsmethoden, wie sowas gemacht werden kann, beziehungsweise wie diese Ergebnisse nachher in Markenkerne einfließen können. Das war eigentlich für mich das Interessanteste. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Bestärkung, ein Wiederbesinnen auf solche Themen wie Integrität, Unternehmenskultur, also auf dieses Wertethema auch zu achten und natürlich auch darauf zu schauen, okay, Marketing, in dem Fall Personalmarketing, bedeutet nicht nur irgendwelche Sprüche und Slogans rauszuschicken oder schöne Designs für Inserate, sondern was die eigenen Mitarbeiter wirklich übers Unternehmen sagen, ihren Freunden, Bekannten, Verwandten, wenn sie im Privatbereich miteinander reden, wie sprechen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über das Unternehmen, dass das das zentrale Thema eigentlich ist. Ja.